Der erste FC Union heute in seinem neuen Heimtrikot, rot-weiß gestreift. Da machen ja die Vereine mittlerweile auch eine sehr große Show draus und ein großes Geheimnis. Wie sieht denn das neue Trikot aus? Das ist ganz klassisch natürlich in den Vereinsfarben. Und weil wir bei Trikots sind, dann würde ich sagen, achten Sie nachher mal auf die Spielkleidung von Bohemians Dublin. Das ist ein ganz besonderes Auswärtstrikot mit dem Konterfei von Bob Marley drauf. Der hat nämlich 1980 im Stadion von Bohemians sein letztes Open-Air-Konzert gegeben im Delamont Stadium. Anschließend ist er ja am Lungenkrebs gestorben. Und als Hommage an den großartigen Sänger trägt Bohemians sein Konterfei auf dem Trikot. Und dann geht's rein in diese Partie. Bohemians Dublin, die Iren in den weißen Trikots und den schwarzen Hosen. Und der erste FC Union spielt von links nach rechts in Rot-Weiß. Und das ist Jamile Willing, der direkt mal den Ball abgespielt hat auf Gehitta Endo. Union wird sich ja nochmal vor heimischer Kulisse präsentieren in der Vorbereitung. Dann geht es gegen Nottingham Forest, der neue Verein von Taiwo Awoniyi. Schöner Doppelpass. Puchacz hat Platz. Und Duki mit dem Schuss und dem 1:0 das Tor für Union. Das traut man dieser Kante ja gar nicht zu, dass der so ein feines Füßchen hat. Aber das war erstmal richtig schön. Leveling auf Puchacz. Und dann hat er ganz viel Platz, trifft den Ball gut. Und irgendwie sieht Daniel Ginadou, der Nigerianer, auch nicht ganz so gut aus bei diesem Schuss von Duki. Michel. Und nach gut 20 Minuten merkt man natürlich auch, dass sich das Spiel des ersten FC Union insofern verändert hat, dass man vorne keinen großgewachsenen Mittelstürmer wie Taiwo Awoniyi gerade im Spiel hat. Jordan Sibachö soll ja diese Rolle dann 1:1 einnehmen, aber deswegen viel weniger lange Bälle und wenn, dann schlägt man sie auf die Außenbahn. Stattdessen der Ball eher am Boden, aber das ist ein schöner öffnender Pass auf Puchacz. Und der Schuss von Geraldo Becker klatscht an den Außenpfosten. Van Rongelen sucht und findet wieder Leveling. Oh, das Pressing funktioniert. Andras Schäfer, Sven Michel. Und dann ist der Ball im Tor. Aber der zählt in dem Fall nicht. Keita Endo kann es nicht fassen. Andras Schäfer. Schöner Ball auf Sven Michel. Und da ist das 2:0. Aber auch da geht die Fahne wieder hoch. Ja, was nochmal? Ja, da sieht man es. Guter Schritt. Aber das Zuspiel ist natürlich schön von Schäfer auf Sven Michel. Auch wenn das Timing in dem Fall nicht ganz gestimmt hat. Und das ist die Riesenchance für Sibachö. Und ich glaube, da war er selbst völlig überrascht, dass ihm der Ball vor die Füße fällt, weil Daniel Ginadou, der nigerianische Torhüter, da aber mal richtig gepatzt hat. Den Ball nicht festhält und dann Sibachö. Da haben wir die Szene nochmal. Die Flanke von Riasson ist gut. Ginadou kann den Ball nicht festhalten und Sibachö ist dann fast ein bisschen überrascht, dass er so frei nochmal an den Ball kommt. Beste Chance im zweiten Durchgang für den ersten FC Union bislang. Eher ein Zufallsprodukt, dass Saraguchi da noch rankommt. Nico Gieselmann. Flanke kommt, Sibachö! Das ist genau der Weg,
Toller Einsatz von Haraguchi. Gieselmann haut den Turbo rein. Die Flanke ist gut und Siebert Schöder fehlt nur Zentimeter zu seinem ersten Tor im Trikot des ersten FC Union. Haraguchi, jetzt haben sie mal Platz. Haraguchi. Tim Skarke. Oh, und der rutscht ihm durch. Shinadu. Nico Gieselmann. Kedira Trimmel und Vogelsammer. Fahne bleibt unten. Und endlich hat eine Flanke mal zum Erfolg geführt beim ersten FC Union. Kedira mit dem öffnenden Pass auf Trimmel. Direkt gespielt. Siebert Schöfer verpasst noch. Aber Vogelsammer hat sich da eine gute Position erarbeitet gegen Max Murphy. Kommt vor dem Iren an den Ball. Und dann ist das aus 6-7 Metern gar kein Problem für den Stürmer des ersten FC Union. Haraguchi. Trimmel. Omocir. Schön abgelegt. Das ist die Chance. Und es ist das Tor durch Ellie Coat. Großer Jubel natürlich bei den 700 Mitgereisten. Das ist doch schön, dass die auch mal was zu feiern haben und sich freuen können hier. Der lange Ball. Und Omocir gegen Paul Jeckel. Ja, da sieht der Berliner einfach nicht so richtig gut aus im Zweikampf mit dem Stürmer. Schön abgelegt. Und am Ende ist es Ellie Coat, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss nach dem Zuspiel von John O'Sullivan. Eckel mit dem langen Ball auf Gieselmann. Haraguchi. Und da war noch ein Ire dran, würde ich mal sagen. Sah für mich im ersten Moment so aus, gibt aber doch Abstoß vom Kasten von Daniel Ginardo. War ein klassisches Testspiel. Gute Ansätze. Wir haben offensiv ein bisschen was gesehen vom ersten FC Union. Man konnte auch erahnen, was sich Urs Fischer vorstellt in der kommenden Bundesliga-Saison. Natürlich soll es wieder aus einer kompakten Defensive über die Außenbahnen gehen. Aber jetzt kommt Bohemians Dublin nochmal. Was für ein Solo! Also Union kompakt, aufmerksam in der Defensive. Das ist gut, das sind die Grundlagen dieser Union-Mannschaft unter Trainer Urs Fischer, das ist klar. Aber offensiv, da läuft noch nicht alles rund, aber wir sind in der Vorbereitung und die Mannschaft muss und wird weiter natürlich daran arbeiten. Ja, Nico, Saisonauftakt für uns vor heimischer Kulisse, 2:1 gegen Bohemians. Was nehmen wir denn mit aus so einem Spiel? Ja, ich glaube, wenn der Gegner tief steht, dass wir noch schneller, noch direkter nach vorne spielen müssen. Ich glaube, wir haben viel zu langsam gespielt teilweise, haben aber trotzdem riesen Torchancen und müssen einfach 4-5 Tore schießen. Ich glaube, dass wir viel effizienter sein müssen. Klar, man kann sagen, wir sind mitten in der Vorbereitung, es ist anstrengend, aber darauf dürfen wir keine Rücksicht nehmen, weil wenn wir die Chancen haben, dann müssen sie auch nutzen. Generell, Heimspielauftakt vor der Kulisse mit neuem Trikot, wie hat es so angefühlt? Ja, egal wann, hier macht es immer Spaß zu spielen, weil bei so einem Spiel kommen einfach 15.000 her, das ist Wahnsinn. Man muss natürlich aber auch den gegnerischen Fans heute ein Kompliment aussprechen. Die haben auch gut Stimmung gemacht und von daher war es, was das angeht, ein schönes Spiel. Auf dem Platz war es heute leider nicht so gut. Wie geht's deinen Beinen und wie sehr freust du dich aufs Trainingslager? Ja, dass wir natürlich alle müde sind, ist glaube ich klar. Das gehört aber dazu in der Vorbereitung. Mir geht es sonst echt gut, muss ich sagen. Zum Glück keine großen Bewegungen oder sowas. Und die Vorfreude aufs Trainingslager ist natürlich riesengroß, wie jedes Jahr.
Nein, aber ich glaube, da werden wir den Feinschliff noch ein bisschen verbessern und ich glaube, dass wir dann gut gerüstet sind für die Saison. Top, Dankeschön. Danke.